Heute seht ihr die Top 5 der besten Roblox-Spiele aller Zeiten. Am Ende des Videos ist sogar ein geheimes Spiel versteckt. Das willst du auf gar keinen Fall verpassen. Los geht's! Ey, hau ab, hau ab! Kinder, wo seid ihr? Nein, hä? Okay, hier pass auf, irgendwo, was? Alter, was macht ihr hier? Oh, Alter, was bist du denn? Hey, was macht ihr mit mir? Ich bin doch eine gruselige, nette Nanny. Warte, ich habe hier so eine Schlüsselkarte oder so. Dich hab ich. Ah, ich kann schreien. Ich mach dich kalt. Okay, pass auf, warte mal. Ey, ich sag's, ich werde jetzt so holen, Kasper, nicht über so eine Schlüsselkarte. Aha, aha, ihr wollt hier also entkommen, aber ihr habt vergessen. Was ist das denn? Oh Gott. Jetzt hab ich dich hier. Hier ist die Flasche, komm mal her, mein Kleiner. Oh nein, oh nein. Was muss ich denn? Okay, ich habe jetzt so ein paar Sachen. Ja, ich kann ja schreien, das ist so eine Attacke oder sowas. Ah, okay. Oh, ich glaube, jetzt sind wir ganz entspannt lang. Sag mal, seid ihr schon dabei zu entkommen oder was? Wo seid ihr? Ein bisschen schon. Oh, was ist das denn? Aber man kann schon entkommen. Was? Ja. Das glaube ich nicht. Nein. Kasper, ich kann jetzt schon entkommen. Nein, was? Ihr seid jetzt schon rausgelaufen? Hier, guck mal, siehst du mich hier? Guck mal, drin die Wo bist du denn? Bist du hier hinten oder was? Hier. Ah! Nein! Komm, komm, nein! Ja! Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? In der Schule! Und hier gehört die ganze Schule, dafür seid ihr viel zu jung! Ich dachte, wir sind hier entkommen oder sowas, aber das ist ja gar nicht richtig. Nein, ihr seid nur ein Level weitergekommen. Wo? Ich sehe euch hier doch schon irgendwo. Oh, das Ding. Was sagt ihr, Kinder, hä? Oh, pass auf, ich kann hier aber ganz, ganz gute Sachen machen. Mach mal den hier. Okay. Mal kurz gucken, mal ein bisschen aufpassen. Hier? Ich sehe doch hier die Kinder gleich schon irgendwo. Nee, du wirst uns hier niemals finden. Guck mal, hallo! Oh mein Gott, ich kann sogar krabbeln. Okay. Nee, du bist hier nirgendwo. Hier seid ihr doch! Wo? Kommt her, meine Kinder! Ich pass auf, wir müssen jetzt hier irgendwie ganz schnell weglaufen, Leute. Ich träume mich hier die ganze Zeit, ey. Ja, wir können dich so richtig toll anschreien. Dich hab ich jetzt. Bleib stehen, du kleiner Bengel! Okay, was ist jetzt hier? Was haben wir jetzt hier? Nimm die Flasche hier für dich. Hm. Ey, der trickst mich ja voll aus. Ja, ja, bist das voll schnell. Oh. Da vorne bist du. Nein. Komm sofort her. Nein, lauf. Komm sofort her. Lauf, du mein Gott. Nein, hier, niemals. Die Babyflasche. Niemals. Hä? Was mit dem denn? Oh, der hat dich angeschrien oder sowas gerade, ne? Der ist tot. Ja, ja. Ja, und den nächsten, den habe ich auch. So, und was ist mit dir hier? Hier, komm her, hier gibt's die Babyflasche für dich. Hier gibt's die Babyflasche für dich. Okay. Los! Ich brauch den Hauptschlüssel hier. Wie krieg ich denn jetzt hier den Hauptschlüssel? Wo bin ich denn? Ich krieg ihn schon noch. Das Ding ist jetzt locker irgendwer gerade den Hauptschlüssel oder sowas, aber... Ja! Nächsten tot! Da vorne. Wer läuft denn da, hä? Was denn hier? Ruby! Hier ist ein neuer... Oh mein Gott, ein Schlüssel! Wo bist du, Broxo? Okay. Wo bist du? Den nehme ich doch mal ganz kurz mit. Mal gucken, was haben wir denn jetzt noch hier? Die war hier doch eben gerade noch. So, laufen wir mal ganz kurz hier durch. Hier irgendwo. Hallo, Kinder! Komm mal her hier! Ich hab dich gerade gesehen. Wo bist du? So, ist hier irgendwo der Hauptschlüssel? Du läufst hier doch bestimmt irgendwo rum, hä? Nein, niemals. Was mache ich nicht? Da, was sehe ich da? Ruby! Ruby! Wo bist du? Komm her hier. Und jetzt rein hier! Ich hoffe, das ist der Hauptschlüssel, den ich gerade habe. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Ruby, du wirst jetzt sofort stehen bleiben. Nein! Oh mein Gott, in 5 Sekunden werden die alle geschlossen. Ah, ja! Und die nächste habe ich. Das war's mit dir. Ich glaube, du bist der Letzte, Broxo. Nein. Ich glaube, du bist der Letzte. Eckstein, alles muss versteckt sein. Wo bist du? Jetzt sag mir, wo du bist. Oh, sag ich nicht. Bist du hier irgendwo in der Ecke? Wo ist denn dieser blöde Schlüssel? Das ist gelogen! Ich höre das in deiner Stimme, dass das gelogen ist. Du hast den schon! Ja, aber das ist der Falsche irgendwie. Okay, aber ich meine, ja, okay, was ist hier? Hier bist du auch nicht. Ja, ja, okay. Warte mal, die werden alle... Oh, okay. Was passiert in 10 Sekunden? Da werden irgendwie die Lüftungsschächte geschlossen? Als ob. Ach so, dann könnt ihr nicht mehr da durchlaufen durch die Kleinen. Kann man echt nicht mehr. Oh mein Gott, jetzt könnt ihr das nicht mehr. Nein. Wo bist du jetzt? Nein. Ich werde dich noch finden, Broxo! Nein, okay. Was soll ich denn mit dem doofen Schlüssel machen, den ich hier gerade habe? Du musst halt den Hauptschlüssel finden, ne? Ja, aber das ist total schwer. Aha, hier ist eine Batterie, okay. Oh Gott, oh Gott. Ich muss mal schnell weiter gucken. Ich höre dich halt die ganze Zeit, das ist das Problem. Hier war ich auch schon, hier war nichts. Hä? Oh mein Gott, ich kann hier reingehen, als ob. Wo kannst du reingehen? Wo kannst du reingehen? Aber hier ist, glaube ich, nichts. Ne, hier ist auch nichts. Mal gucken, vielleicht ist hier hinten noch irgendwas.
Nee, auch nicht. Es ist nur dunkel. Nein, hier ist ja komplett dunkel. Ich hab schon einige auf dem Gewissen, ne? Ich wollte ja, mich wirst du nicht finden, aber ich werde auch nicht einen kommen. Ich rieche Babyfleisch hier irgendwo. Oh, niemals. Hab ich da gerade gesehen? Hab ich dich hier gerade gesehen? Ah, nein! Ja, hier ist die Flasche. Ja, komm, Baby Broxo, Baby Broxo. Nein! Oh Mann, oh ja. Ey. Ja, da denkt ihr ja gerade noch ein Haus. Mann, ich werde dich nächste Runde besiegen, das sage ich dir. Auf gar keinen Fall. Ey, oh. Jetzt bist du ja gar keine Nanny, Kaspar. Ich glaube, ich habe schlecht geträumt oder so. Oh ich glaube auch. Ich glaube, das war alles so ein Traum von dir. Okay, warte mal, wir brauchen okay, einen roten Schlüssel. Sind wir hier im Haus irgendwo? Ich guck auch. Dunkel hier. Hier, ich habe den roten Schlüssel. Ja, komm, mach auf, schnell. Die Tür da vorne. Pass oh auf, die ist schon, nein! Schnell, schrei. Oh, oh. Oh Gott. Die ist hier verwirrt gerade. Okay, ich mach schnell die Tür auf. Ey, der hat auch die Tür aufgemacht, hä? Okay, was haben wir jetzt hier? Nein, die hat mich! Als ob! Mann, nein, ich bin tot. Hä? Mano! Kann ich nicht irgendwie holen? Oh, warte, wir brauchen... Nein, das war's mit mir. Oh mein Gott, die ist halt echt voll gut, ne? Es ist auch voll der kleine Raum nur. Ja, das ist doch voll schwer. Ihr habt gar keine Chance. Da, eine Flash Drive. Jetzt lass dich nicht treffen von der. Hä? Pass auf! Ah, ich schrei sie an! Oh mein Gott, oh mein Gott! Okay. Pass auf, sag mal, was machst ja, du? Ja, ich weiß, ich mach das schnell da rein jetzt. Oh. Okay, und jetzt? 1394 steht der Code da. Lauf! Die Jagd! 1394? 1394 ist der Code, schnell! Ja. Die Beine irgendwo! Oh. Los! Oh mein Gott, du hast die so ausgetrickst! Oh mein Gott! Wo ist sie? Oh mein Gott! Sie wartet. Da, nein! Oh mein Gott, Yasi! Die weiß, dass ich hier bin. Die weiß, hau dass ab jetzt. Der letzte Überlebende. Bin ich der letzte Überlebende? Ich glaube ja, ich glaube ja. Die hat eine Falle gestellt, siehst du das? Ein Spielzeug. Mein Gott. Oh, ich muss es spielen. Du musst damit sein, ey, lass dich nicht! Hast recht. Mach's lieber nicht. Die wartet jetzt hier die ganze Zeit. Oh Gott. Gut, Mann, ich meine, irgendwas musst du machen, denkt, das du Ding musst ist sicher, jetzt ne? Ein Mann. Du willst kein Baby mehr sein. Nein! Oh, Mann! Oh, ey, was? Mann! Verdammt! Ey, schnell, lauf! Lauf! Dieses Mal will ich entdecken, komm! Oh, da ist sie schnell! In Sektor B, Kaspar, in Sektor B! Wie schnell ist denn die Nanny auch? Die ist ja mal mega schnell! Nein, sie kommt zu mir, Kaspar, ja? Sie ist bei mir! Ich hab Uranium! Kaspar, sie ist bei mir! Lauf! Oh mein Gott, hier ist ein Lüftungsschacht! Oh mein Gott, ich hab sie ausgetrickst! Oh Gott! Ich hab Uranium, wo muss das hin? Hier irgendwo hin. Ich hab sie ausgetrickst, Kaspar. Sehr gut. Uranium musste gerade bei mir hin, glaube ich. Ich hab hier Uranium, warte mal. Wo hier bist steht du nochmal denn? Uranium, hä? In welchen Sektor bist du denn jetzt gelaufen? Ich sehe dich gar nicht. Ah, ich bin Sektor A, wo bist du? Ich bin auch Sektor A. Hier, hinter dir. Ich hab auch Uranium. Ja, ich weiß aber nicht, was man damit macht. Sie kommt! Nein! Okay, pass auf, wir mussten. Sie kommt! Wir mussten das gerade irgendwo hinlegen. Schrei sie an, genau. Sie hat ein Kind hinter mir erwischt. Ja, sie hat das Trommelfell Platz von ihr gerade. Oh Gott, okay. Okay, sie dreht sich nicht um und sie wird nochmal angeschrien. Hier? Wichtig. Hier ist so ein Mülleimer. Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Oh Gott, sie läuft weg von mir. Sektor B nämlich, glaube ich. Sektor B, okay. Sie ist ja gerade Sektor B, ne? Verdammt, hier ist Uranium. Oh, pass auf! Was? Oh Gott! Alter, auf einmal kam die so close bei mir. Ich dachte gerade, das wäre ein Spieler oder so. Oh nein. Aber das war die blöde Nanny. Ey, wir müssen Uranium irgendwie fertig machen, sonst können wir so ein Ding nicht öffnen. Oh nein! Ich versuche mich auch auszutricksen, Broxo. Oh nein. Okay, warte mal. Ich bin hier gefangen jetzt gerade. Hier brauchen wir noch eine Schlüsselkarte, eine rote, wenn du eine rote siehst. So, ich bin jetzt Sektor C. Oh mein Gott, die hat mich hier eingesperrt. Ich glaub's nicht. Ah, ich bin vom Spielzeug gefangen. Ich bin vom Spielzeug gefangen. Nein, okay. Sie läuft nicht weg. Aber die chillt da. Sie ist auch nicht bei mir. Bei mir ist sie. Die chillt hier auch. Die versucht mich zu kriegen. Ehrlich? Ja, die gammelt hier. Nein, die hat mich gekriegt. Och, Alter, nö. Die hat gegammelt. Okay, warte, ich werde dich rächen, Kaspar. Okay, ich guck dir zu. Warte mal. Ich komm jetzt zu dir. Ey, wie lange hat die da gegammelt die ganze Zeit? Voll Assi. Okay, komm. Oha, wo bin ich denn jetzt? Mach jetzt mal was. Du musst das Uranium irgendwo hinbringen. Die blaue Schlüsselkarte brauche ich hier. Kann ich Feuerlampe auslösen? Die wirst du ja wohl noch irgendwo finden, oder? Ich sag dir, die hat wirklich eine halbe Stunde ist sie bei mir immer vom einen Eingang zum anderen gelaufen. Das Ding ist, guck mal, Sekt, ich war noch nicht hier. Sekt, was ist das für ein Ding? Sektor A oder sowas? Ja, da warst du doch die ganze Zeit. Da war ich da, genau da bin ich gestorben. Hier bist du gestorben? Da ist nichts. Aber wo muss ich denn sonst mit Uranium hin? Ist dir klar, wenn die jetzt gleich zu sind, die Lüftungsschächte, dann ist das eine Sackgasse, ne?
Ja, dann war es das mit dir. Ich weiß. Also irgendwo, aber ich habe jetzt alle Sektoren abgecheckt. Hier kann ich nirgendwo ran. Ja, alles packen. Gut. Du hast noch genug Zeit. Also irgendwo kannst du es hinpacken. Da, ja, da warst du da schon da ganz hinten. Sektor D Roten. War ich noch nicht. Sektor D. Ah, ja, das hört sich auch interessant an. Ne? Ach, verdammt, das war das Ding. Da warst du doch schon. Okay. Okay, warte mal. Da muss ich, glaube ich, hinten durchlaufen. Oh nein. Oh Gott. Rote Keycard, die findest du jetzt. Da ist doch was Blaues, oder? Ist, muss man da nicht rein hin hier? Uranium, oh. Da ist doch so ein Zombie, da musst du doch bestimmt irgendwas hinstellen. Ja, habe ich doch eben schon probiert, das ging nicht. Geht nicht? Ach so. Hier, friss Uranium. Mann. Friss Uranium. Ah, nee. Ah, nein! Nein! Boah. Nein, 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 oh mein Gott! Der hat 10 Sekunden, die werden geschossen jetzt! Lauf! Lauf! Boah, die ist hinter mir, Kaspar! Oh Gott, lauf jetzt! Oh mein Gott! Das ist der letzte Überlebende. Oh mein Gott! Oh mein Gott, die sind jetzt zu, die Lüftungsschächte, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, da oben ist das Uranium in hier! Wo? Lol. Oh mein Gott, ja, da! Ja, da bei dir! Oh nein. Ja, noch eins, noch eins! Da ist die blaue Keycard da hinten! Wo? Alles gut, du, rechts von dir! Du kannst schreien zur Not! Ja, stimmt, hier, ey, warum habe ich das eben nicht gesehen? Mann, die ganze Zeit schon! Wartet die da irgendwo? Pass auf, die ist gut! Da ist sie! Oder? Oh mein Gott, die hätte ich nicht gesehen! La 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 la! La 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 la! Ah! Nein, die hat mich trotzdem willkommen! Die hat gebuggt oder so! Hast du es gesehen? Hä, du hast sie doch angeschrien. Ja, aber die war so verbuggt oder sowas. Och, Manu! Ey, Mann! Ja, Kaspar, juhu! Juhu! Hallo. Wir sind hier im Spieleparadies, guck mal! Ist so, wie cool ist das denn? Und wir sind zurück im Adoptionszentrum, ne? Oh, let's go! Wir waren hier schon mal vor ein paar Monaten, weißt du das noch? Hä, du hast recht, ich hab auch meine Katze oder meinen Hund hier mal abgeholt. Ich weiß, aber ist jetzt, guck mal hier, das ist die Adoption Story 2. Also oh mein Gott, wie ein neues cool! Teil. Und hier sind ganz viele Münzen, die hier keiner gesehen hat. Ich hab alle schon eingesammelt. Was? Also okay, ich kann auch gerade alle Münzen einsammeln, oh wichtig. Oh mein Gott, ich hab so viele schon eingesammelt. Alter, ja, ja, das ist hier, das Adoptionszentrum ist anscheinend brandneu. Sagt er. Und es ist gerade neu gebaut worden, ne? Und guck mal, was hier alles ist. So viele Münzen und Garfield. Ich habe auch alle Münzen eingesammelt. Guck mal, ich kann die streicheln. Als ob. Kann ich auch hier das Spielzeug? Ich kann sie auch streicheln, ist ja cool. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir können sogar, hier noch? Wir können nach draußen gehen, auf dem Spielplatz, glaube ich. Hier ist ein Spielplatz, guck mal. Boah, da ist ganz viel Gold da oben. Und guck mal, guck mal, was ich mache. Hey, ich baue eine Sandburg. Ich baue eine Sandburg. Hilfe, ich häng fest. Oh mein Gott, jetzt muss ich sie bauen. Ich habe sie gebaut, die sind in der Luft. Oh, nicht schlecht. Ich sammle dir mal schnell die Münzen ein hier oben. So, zack. Das, oh Gott, nein. Was ist das denn? Was ist mit den Lichtern los? Hey, sind die Lichter ausgegangen? Ich sehe nicht mehr, Brock, so bist du da? Wo bist du? Ich sehe auch nichts mehr. Ich gehe jetzt mal in den Shop und kaufe mir mal schnell eine Taschenlampe. Ja, ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Schnell eine Taschenlampe. Oh Gott, im Fernseher passiert irgendwas gerade. Ein Countdown, Kaspar. Nein, von 10 Sekunden. Schnell, komm mit zum Fernseher. Komm. 5, 4, nein. Was? Nein. Was passiert denn jetzt? Oh Gott, ich habe meine Taschenlampe in der Hand. Guck mal, ich auch. Siehst du das auch an der Wand? Ich sehe das auch, siehst du das auch? Ich sehe es auch, ja, ich sehe es auch. Ich kann auch hochspringen. Gott. Ich mach's jetzt mal aus. Oh, ein Notfallalarm. Ist so, Notfallbroadcast. Oh Gott, Durchsage. Was? Oh, das ist eine Notfalldurchsage. Es sind Leute entkommen und zwar ein Monster, ein ganz, ganz gruseliges. Was? Was? Nein. Oh Gott, das Monster ist spezialisiert im Kinderkidnappen. Nein. Ah, das mag ich nicht. Als ob. Und das Monster das ist jetzt... Das Monster ist auch noch auf freiem Fuß. Was? Oh mein Gott. Wenn du das Monster siehst, ruf bitte sofort den Rettungsdienst an. Okay, Handy habe ich parat. 110 kann zur Not gewählt werden, ne? Ich weiß, ich hab auch Baseballschläger zur Not am Start, ne? Ja, ich auch. Sehr wenn's, gut. Wenn's aber sein was sollen wir jetzt machen, sag mal? Sollen wir uns verstecken oder so? Ich frag mich, wollen ob diese Mon... Also das Ding ist, der hat ja gesagt, die kidnappen immer ganz viele Kinder, ne? Ja. Oh, denkst du, der will uns auch kidnappen? Warte mal, aber nee, ich glaube nicht, weil Shane hat gesagt, das war eine Fake-Nachricht, hat Shane gerade gesagt. Als ob. Ja. Die Eltern werden bald hier sein, sagt er. Oh, na guck gut. Mal! Ey, das Ding ist, guck mal, letztes Mal waren wir ja Haustiere, ne? Ja, oh, sind und das jetzt unsere Eltern? Sind wir Kinder. Und ich glaube jetzt, nee, es sind jetzt Eltern, stimmt, die, glaube ich, Kinder adoptieren können. Ah, lol! Oha. Bitte nimm mich! Guck mal, oder die sind da. Das Ding ist, wir können jetzt, guck mal. Stimmt. Wir müssen jetzt präsentieren. Wir müssen jetzt richtig cool aussehen. Okay, stimmt. Schnell hier rüber, schnell. Ey, mein Bett ist hinten. Was soll das denn? Geh schnell ins Bett hier, los. Ja, mein Bett ist ganz hinten. Da werden die mich sicherlich nicht nehmen. Guck mal, in der Ecke. Meins ist hier vorne links. Die werden mich gleich nehmen. Ey, was soll denn das? Warum bin ich so weit hinten? Oh Gott, oh Gott. Die werden mich jetzt hier gleich nehmen, ne? Ich sag dir, ich werde das direkt die anlächeln. Die gehen auch wahrscheinlich lieber bis zu meinem Bett. Oh Gott, die sind umgekippt. Voll lauter Schreck.
Mama, Papa, hierher, ich bin hier. Hallo, ich bin der bessere Sohn. Hallo, ich... Der drüben im roten Pullover, der ist ganz schlechter. Der kackt immer in die Wohnung. Der Weiße vorne hat sich gerade in die Hosen gekackt. Gar nicht! Das stinkt hier. So was mache ich nicht mehr. Das stinkt. Das guck mal, da bin ich. Da, der im roten ist ganz eklig. Warum guckt ihr denn in ein leeres Bett rein? Was macht sie denn? Da bin ich, nimm mich hier hinten. Ja, komm zu mir. Nein! Komm bitte zu nimm mir her. Das ist ein Schreihals, der ärgert immer alle. Hey! Nein. Hä, haben sie dich genommen? Nein. Oh mein Gott. Was? Was? Wir wollen die Kinder nicht trennen, also adoptieren wir alle. Was? Ey, nö. Ich wollte alleine. Cool von euch. Nee, ich will, jetzt kriegen wir ja gar keine hundertprozentige Aufmerksamkeit. Jetzt sind wir Brüder. Toll. Ja. Was? Wieso freust du dich nicht? Ja, weil du dich in die Hosen kackst die ganze Zeit. Gar nicht. Du stinkst. Wenn komm, die weggehen, darf ich deine Windeln wechseln. Ja? Warte mal, hier nochmal eins. Mano. Dann lass mal hier kurz rausgehen. Also, was ist hier beim Auto? Guck mal, da sind die, ne? Ja, da sind die. Lass mal ins Auto reingehen. Ja, ja. Und rein. Aber wo sind denn die anderen ganzen Kinder? Ist echt so. Warum muss ich denn mit dem jetzt? Warum habt ihr mir das angetan? Ich will vorne sitzen. Haha, du musst hinten auf dem Kindersitz sitzen. Na gut, dann sitze ich halt hier hinten. Ist mir doch egal. Weil du auch ein Baby bist. Ich setze mich auf dem Fahrersitz. Weil du ein Baby bist. Oh, guck mal, wir sind zu Hause. Was ist das denn? Unser großer Bruder? Ich glaube, der kann ganz gut die Gitarre, Klavier, rechnen, alles. Okay, kann, meinst du, oder was? Der kann alles machen, so sieht er auf jeden Fall auch aus. Ja, kann auch, sieht auch ein bisschen aus wie so ein Punker oder sowas. Ja, ne? Großes 1x1 kann er auch machen. 12x12, was ist es? 144. 12x12. Ja, nicht schlecht. 18x18. 336. Glaube ich. Na gut. Müsste sein. Also, oder das ist anscheinend Max. 369. Guck mal, das ist der Streber. Wir haben so einen Streber als Bruder. Alter, dich mag keiner. Ist so. Streber. Guck mal, das Ding ist, wir sind die ganze Zeit in seinem Schatten dann wahrscheinlich, weil der die ganzen Einser mit nach Hause bringt. Alter, du hast recht. Das lass es uns mal nicht gefallen lassen, oder? Hey, warte mal. Die haben gesagt, die haben eine Schnitzeljagd für uns gemacht, um das Haus kennenzulernen. Stimmt, 10 Lollipops. Hier ist einer, ich hab einen. Hier ist auch einer auf dem Boden. Oh, lecker. Sind warte, da ist noch einer. Hier ist auch noch einer. Aber wir finden die sogar zusammen. Okay, sehr gut. Ah, sehr gut, sehr gut. 4 Stück haben wir schon. Wo sind die anderen? Ich gehe mal nach oben, oder? Hast du in der Küche die schon abgecheckt? Ja, ja, Küche. Oh, hier ist noch einer. Hier ist auch einer. Was? Hier sind ganz viele. Ja, ja. Nimm mal den da hinten noch mit. Oh mein Gott. Ich gehe schon mal nach oben. Wir können ja schon raufklicken. 7 Stück haben wir schon. Hä, wir haben auch einen Lüftungsschacht. Vielleicht können wir durch den Spiel durchgehen. Was? Können wir da durch, oder was? Keine Ahnung. Vielleicht irgendwann, vielleicht später schon. Bist du nach oben gegangen? Was ist das denn? Warte mal, ich bin oben, aber was ist hier so eine komische leuchtende Matte? Wie? Unendlich Leben für 200 Robux kann man da kaufen. Was? Gutes was? Okay. Müssen wir ins Zimmer reingehen? Hallo! Oh, wir brauchen, es fehlen noch 2. Wo sollen die denn sein? Ich glaube, die sind unten. Ich habe unten irgendwas übersehen. Guck mal, hier gibt es auch so Mäuselöcher und so überall, ne? Ich weiß. Scheint, haben die eine Katze. Hier, im Badezimmer. Sag mal, du Blindfisch. Ja, ja, ich hab's eingesammelt jetzt. Mach mal die Augen auf da. Und hier ist sogar, aber im Badezimmer ist keins. Jetzt müssen wir noch eins finden. Ja, in der Küche habe ich geguckt. Da ist. In der Küche, da liegt noch einer. Ja, und ich dachte, du hast geguckt in der Küche. Ja, ich dachte auch, hätte alles. So, zack. Unglaublich. Okay, haben wir ja schon alle gefunden. Sehr gut. Hier, Mama, Papa, ich bin der bessere Sohn. Ich habe die alleine gefunden. Na, ich habe alle gefunden. Gar nicht. Doch. Sie gar nicht gefunden. Nein, jetzt habe ich das pinke Bett genommen. Das wollte ich gar nicht. Ah, ich nehme das blaue. Mano, ey. Hey, was geht ab, Jungs? Ich bin Jerry und lebe auf der anderen Straßenseite. Ich bin euer Nachbar. Och nee. Oh, der nervt ja jetzt schon, ey. Mit seinem Strubbelhaar. Jerry, Alter, du kleine Barry, hau mal ab hier. Lass uns. Ich und Max sind beste Freunde, okay? Okay. Ach, der will, dass wir mit den spielen, glaube ich. Ich glaube schon. Guck dir mal das heftige Setup hier an. Cool, dich kennenzulernen. Guck mal. Stimmt, voll das krasse Gaming-Setup. Ja, Mann. Kinder, es wird spät. Ab ins Bett mit euch. Okay. Hey. Dann gehe ich hier. Ja, okay, ich bin noch gar nicht müde. Ey, ich bin unterm Kopfkissen. Guck mal. Du hast recht. Was soll das? Wer schläft denn so? Und vor allem, wer hat denn eine pinke Bettwäsche? Ja, wer hat denn eine blaue? Wieso, blau ist doch cool. Ist Chef, doch du hast so ein blaues T-Shirt an. Das hast du nämlich, das weiß ich ganz genau. Nein. Hörst du das? Ich höre es klopfen. Jerry, guck mal, das ist Jerry. Was will Jerry denn bei uns? Ich glaube, es ist ja mitten in der Nacht. Ich glaube, warte mal, das haben wir jetzt. Es ist 4 Uhr nachts einfach. Ja, ja. Aber Jerry will, glaube ich, mit uns spielen oder sowas, oder? Psst, ich bin's, Jerry. Kommt mal her, Jungs. Ey, ihr beiden, kommt mal rüber hierher. Jerry, was willst du denn jetzt hier? Jerry, es ist 2 Uhr nachts. Es ist
Oh, 2 Uhr, ich kann die Uhr noch nicht lesen. 2 Uhr nachts einfach. Was machst du hier, Jerry? Was ist los? Ist so. Ey, Jungs, ich hab doch gesagt vorhin, wir lassen uns zusammen spielen und die Nachbarschaft erkunden. Kommt schon, heute Abend geht's los. Okay, wollen wir das machen oder nicht? Ja, komm, ja, drück mal komm, rauf. Ich würde sagen, wir gehen raus mit Jerry. Wir machen das auf jeden Fall. Ja, raus mit Jerry. Hast du überhaupt gewotet? Ja, ja, ich hab gewotet. Raus mit Jerry. Hm, ja, und wir sollen ihm folgen, die Treppe. Nicht auf die lauten Stufen sollen wir gehen. Denkst du, denkst du in die richtige Entscheidung getroffen? Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn unsere Eltern uns jetzt hören, dann kriegen wir den Popo voll, ne? Dann gibt's echt Ärger. Okay, dann am besten laufen wir jetzt runter, ohne die Knatschtreppen zu berühren, ne? Oh, Alter, wehe. Die roten Zonen sind die Knatschtreppen. Du hast so viel, du hast so viel Lollis gegessen. Ich würde sagen, dass du, gar nicht. Pass auf, dass du da nicht hinkackst. Ach, Mann! Ja, ich hab das berührt. Genau das meine ich nämlich. Och, Mann, ich muss mich hier reviven. Richtig doof von dir. Zack. Aua. Na gut, da bin ich doch schon wieder. Alles gut. Hey, warum bist du denn größer als ich? Du warst gerade größer als ich. Das war ja unfair. Was? Ich war von Anfang an schon so groß. Nein. Okay, sind wir jetzt unten, Jerry. Was müssen wir jetzt machen? Was sollen wir jetzt machen, ne? Oh, guck mal, wir sind in der Stadt. Wow, gefährliches Auto. Wie cool ist das denn? Wow, wie cool. Guck mal, Alter, was ist. Eiscreme. Das ist richtig cool. Und er möchte uns anscheinend seinen geheimen Treffpunkt zeigen. Ja, dann zeig mal das Auto auf, Jerry. Wo fährt das Auto hin? Was? Hogwarts-Auto? Ich bin gerade gegen den Baum gefahren. Ja, man, aber echt Hogwarts-Auto. Okay, er sagt, wir sollen aufpassen auf die Autos, ne? Deswegen aufpassen, Kasper. Ja, schön. Wow! Oh mein Gott, genau das meine ich. Folgen hier. Oh. Ja. Oh, pass auf hier, nicht, dass von hinten was kommt. Ich laufe hier auf den Weg am besten. Ich laufe einfach auf den Weg. Ja, da hast du recht. Einfach hier auf dem Weg. Dann kann dir nichts passieren. Alles in Ordnung. Aha. Ich sehe doch da hinten schon so einen leuchtenden Pavillon. Siehst du den auch? Ja. Das ist anscheinend sein geheimer Treffpunkt oder so. Hä, was? Guck mal, das sieht voll krass aus. Das ist mitten überm See. Was? Guck mal, wie cool das aussieht. Was ist das denn? Ey, ich bin hier drüben. Ich will doch mit. Nimm mich mit. Das ist voll gemütlich hier. Guck mal, man kann sich auf die Sitzecke setzen. Ey, du hast recht. Und hinhocken. Oh, so ey, wie auf dem Trampolin. Halt echt. Das ist, wo Max und ich die ganze Zeit rumhängen. Ach so. Ist ja voll cool. Guck mal, da sind auch die Wolken unten. Cool, korrekt von ihm, dass er uns das hier zeigt, ne? Oh, er will uns irgendein Gerücht sagen über das Bootshausmonster. Was? Ey, da gibt's irgendwie ein Bootshaus unter dieser Klippe. Ist ein Bootshaus. Und da sind nur gruselige Kinder? Hä? Was? Als ob? Und nachts kommt das Bootshausmonster da raus, um jeden zu fressen, der da reingeht. Ey, das stimmt doch nicht, oder? Niemals. Oh, ich hab Angst, ey. Ich glaube, wir sollten gleich zurückgehen, Kasper. Ja, ich will doch zu Mama zurück, ey. Ich auch. Ich will nach Hause. Oh, okay, gut. Ich führe dich ängstliche Katzen nach Hause. Okay, er hat uns zugehört. Sehr er bringt gut. uns nach Hause. Sehr gut. Dann komm, korrekt. Ab nach Hause, Kasper. Juhu. Ab geht die Reise. Yo. Hä? Was ist jetzt los? Was ist das? Nein. Nein, Roxo. Was? Oh, ich kann meine Augen. Ich kann gar nichts mehr erkennen. Was ist passiert? Oh. Boah. Jerry? Jerry? Hi, Jerry, was geht? Hallo. Jerry, bist du... Er hilft uns irgendwie hoch oder so. Auf jeden. Oh, die Brücke ist kaputt. Ja, wo sind wir jetzt? Jetzt müssten wir ja unten. Wir sind in das Grutas Bootshaus. Oh nein. Ach, wieso denn? Und das Tor ist anscheinend verschlossen. Guck mal. Hilfe! Oh, die bösen Kinder! Oh nein. Oh Gott, die wollen uns hauen jetzt, ne? Das Ding ist, ich hab sogar den Baseballschläger. Hast du den dabei? Ich hab ihn bereit. Wenn es sein muss, ich hab ihn auch. Guck mal, wen wir da haben. Frischfleisch. Oh. Alter, was ist denn das für einer? Wir wollen echt keine Probleme. Wir haben uns nur verlaufen, okay? Ja, die Brücke ist gerissen. Mein Gott, ey. Ist unser Treffpunkt. Jungs, auf sie. Und zwar mit Gebrüll. Oh nein, Kaspar, schnell. Oh. Jetzt aber. Hau ihn. Au. Hau ihn kaputt. Au. Jawohl, den ersten. Und Nummer 1. Haben wir. Sehr gut. Ja, nächsten, komm, der nächste jetzt her. Ja, der nächste her. Sag, was wollt ihr? Hä? Bam. Niemand kämpft gegen Brox und mich hier als Team. Oh mein Gott, wir haben den nächsten nochmal geholt. Niemand kämpft gegen das Team. Der ist eingeschlafen. Oh, Donnish. Ja, jetzt schnell. Au. Ah. Ja. Okay. Hier da vorne, der ist ja auch verirrt oder so. Ja. Sehr gut. Ich hasse Mobber. Ja, Jerry, auch. Oh nein, es regnet. Toll. Jetzt regnet das auch noch, jetzt müssen wir einen Schutz finden. Vor allem, guck mal, da drüben ist ein U-Boot, hast du es gerade gesehen eben?
Wir können ja auch eigentlich in dieses Spukhaus einfach reingehen, um es zu bedecken. Ja, ne? Eigentlich hast du recht, wenigstens ist da trocken drin, oder? Ja, ich glaube schon. Ich meine, das sind doch eh nur Gerüchte, oder? Ich meine, so. Woher weißt du, ob es echt ist? Außerdem haben wir jetzt diese gruseligen Kinder, die haben wir jetzt doch jetzt ja, kaputt ja, gehauen. Nur da haben wir immer den Baseballschläger und können, aber was ist, guck mal, das sieht auch nicht gruselig aus hier, ne? Hier so Sachen. So ein Kontrollzentrum, glaube ich sowas. Einfach, ne? Auch so eine Werkstatt gefühlt. Ich weiß es nicht genau, ich weiß nicht, es sieht echt aus wie eine Werkstatt, ne? Hier drüben nochmal so eine Arbeitsbank. Na, das sieht doch cool aus, aber. Hier, warte, hier ist der Kontrollraum. Das ist, was du meintest hier, aber das sieht zu aus, ne? Müssen wir was finden, damit wir die Tür aufmachen können? Was ist denn mit diesem Schraubstock hier, mit dem Schlüssel? Oh, hier ist ein Hammer. Ich habe einen Hammer. Hast du einen gefunden? Ah, super. Gib ihm mal Jerry, ja? Boah, Alter, übertreibt der direkt schon. Boom. Boah, guck mal, der hat's aufgehauen. Alter, richtig cool. Sehr okay, dann lass mal den... Beim ersten Versuch. Ist so. Voll gut, Jerry. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nichts Falsches drücken. Oh, mach ganz ruhig. Du siehst, dass da einige Knöpfe sind. Wir können auf alle drücken. Ne? Es gibt ich nur weiß. Einen richtigen. Ja, der ist da vielleicht? Das hier, der Torschalter. Oh nein, du hast ihn, glaube ich. Ist es der Torschalter? Hä? Was ist denn das jetzt? Da ist ein Knopf. Leg um da das Ding, bitte. Müssen wir das jetzt drücken oder müssen drücken wir da ziehen? Das? Oh mein Gott, drück mir den Kopf, drück mir den nicht. Wir drücken den. Wir sind erwachsene oh Jungs. Gott, wir sind erwachsene, drücken wir sind jetzt erwachsene Knopf. Kinder, los. Wir sind erwachsene Kinder und wir drücken den Knopf. Oh mein Gott, bitte nicht. Bitte nicht sterben. Haben wir den gedrückt jetzt? Ich glaube. Nein! Das Bootshausmonster! Du hast dich selbst gefangen. Oh, verdammt. Nein. Anderen Knopf, schnell. Oh mein Gott, nein. Lauf, raus hier! Weg! Wohin? Der holt doch Jerry oder so. Wir sind hier eingesperrt. Raus. Wir sollen fliehen. Warte mal, wohin denn? In den Kisten. Er holt Jerry! Achtung, er ist auf dir drauf! Nein, er ist unter mir! Ah, aua! Lass mal auf! Es tut weh! Er leckt! Hey! Oh mein Gott, er ist bei mir! Ich muss mich respawnen. Der hat mich eingeklemmt. Hey, Hilfe! Ich bin wieder da, wo bist du? Der ist bei Jerry. Du hast recht, okay, lass kurz chillen. Achtung! Wo ist er? Er kommt! Ah, ich bin fast tot! Lauf! Nein! Der hat mich geholt fast! Wo sollen wir denn hier hin, sag mal? Ich. Wie lange sollen wir vor dem weglaufen? Ich weiß auch nicht. Hat er überhaupt Bock, das noch so lange zu machen? Er häng fest! Folgt dich! Ja! Ja! Jetzt bleiben! Einfach chillen! Ich guck nach oben, ob irgendwo vielleicht irgendwo Lüftungsschacht oder so ist. Ja, du hast recht. Oh Gott, aber wo? Ah, der ist bei dir! Lauf! Hilfe! Oh oh. Sollen wir zu. Oh, Jerry, ja! Was macht Jerry? Was machst du? Er drückt auf den Knopf! Drück drauf, Jerry, los, einfach drauf! Los jetzt! Und. Ja! Das Tor geht auf! Wichtig! Sehr gut! Schnell, raus hier! Wo ist das Tor? Wo ist das Tor? Hier hinten? Oh, was ist? Hier nicht! Oh. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Gerettet? Hä? Das ist Max! Unser Bruder! Max! Hier sind wir, Max! Hier drüben! Hilfe! Rettet uns! Wir sind runtergefallen! Kommt rein in den Truck, Jungs! Schnell! Bevor das Monster kommt! Okay. Schnell! Aber wie kommen wir raus? Ich glaube, da vorne ist die Tür offen. Das kann sein. Lass sie durch die Tür. Durch. Ja, wir können raus hier. Und da hinten! Schnell, Boxer! Schnell auf Max Truck springen! Wo ist Jerry? Was mit Jerry? Jerry, kommst du mit? Jerry, komm schon! Jerry, wo bist du? Wir können ihn nicht zurücklassen. Mir egal, ich kenne ihn eh nur seit ein paar Minuten. Okay, einfach drauf. Okay, ich bin drauf. Ich meine, Jerry hat uns ja auch ins Schlamassel geholt, ne? Eben, wir wollten eigentlich gar nicht raus. Ist so. Oh Gott, aber korrekt, dass Max wusste, dass wir hier sind. Ist so. Denkst du, das ist der richtige Max? Ist der richtige Max. Ich glaube, der hat uns schreien gehört, oder? Meinst du ja. nicht? Ja. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir unten im Keller bleiben, damit die Eltern uns nicht hören. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Wieso sagt Max sowas? Wieso sollen wir nicht einfach oben ins Zimmer gehen können? Was war das für ein Monster? Du warst doch gar nicht da, Max. Das war das Bootshausmonster. Es war gruselig und wir müssen uns vor dem verstecken. Oh mein Gott, er sagt nicht das Bootshausmonster. Ja, doch, genau das. Es ist Zeit, ich habe ein Geheimnis für euch. Was? Oh nein, bitte. Was ist da jetzt? Was ist jetzt los? Was ist das da? Er hat einen geheimen Raum für Notfälle. Okay, korrekt. Sollen wir da jetzt rein? Ich weiß Wollen nicht. Wollen wir da rein? Beeil dich, okay, komm, geh rein, sagt er. Lass probieren. Denkst du, das ist eine Falle? Und zack. Oh mein Gott, es geht so in den Keller. Eine Falle, ey. Das ist safe keine Falle, oder? Das ist doch safe keine Falle. Ich weiß nicht, wann hat er sowas denn gebraucht? Oh mein Gott, guck mal hier. Eine Obby. Für extra Sicherheit, sagt er. Ah, falls das Monster einen verfolgt oder so. Pass auf, die Teile gehen sogar bis unter das Wasser, ne? Oh Gott, oh Gott.
Okay, jetzt müssen wir hier rüberkommen. Da muss man echt aufpassen, ne? Okay, dann treffen wir uns drüben anscheinend sogar. Dann würde ich sagen, Kaspar, let's go. Und drüber hier, zack. Und, ach, Manu! Also echt, wie kann man denn dreimal sterben? Mann, ja, ich weiß doch auch nicht, was da los ist. Das ist halt echt so mega schlecht. Ja, das stimmt. Ja, hier, okay. Komm, rüber hier und rein. Und ey, oh mein Gott. Das sieht aus wie ein Labor. Hä? Nein. Jerry? Jerry? Nein. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen, Broxo. Ich glaube auch nicht. Das sieht nach einem Labor aus. Hey, ey, ey, warum raucht es und pfeift? Hä? Du hast recht, es ist ja... Oh, mir geht's ganz... Nein! Broxo, hörst du mich hier in der Glaskartusche? Hörst du mich hier hinten? Ich höre dich, wo sind wir? Wir sind in eine Falle getappt. Meinst du, dass Max, unser Bruder, eifersüchtig auf uns ist? Ich glaube schon, weil wir beide adoptiert wurden. Ja, und weil wir alle Lollis bekommen haben, ne? Und wo ist aber Jerry? Aber Jerry fehlt. Jerry! Was war das, Max? Ich wusste es. Oh mein Gott, Max ist böse. Oh mein Gott, du hast recht. Max ist das Monster. Endlich seid ihr alle wach. Warum sind wir hier? Wo ist Jerry? Sag uns das bitte sofort. Ist so. Max, rück mit der Sprache raus. Hä? Guck mal, das, Jerry. Jerry, was? Warte mal. Ihr Dummköpfe. Ihr seid so leicht zu beeinflussen. Was? Ihr wollt uns fangen? Ich glaub's nicht. Von Anfang an war das ein ganz mieser Plan. Jerry, du hast uns von der Brücke gerettet. Die Brücke, die Kämpfe, es war alles fake. Was? Damit hätte ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Ihr habt mir meine Eltern genommen und dachtet, ihr könnt mir auch noch meinen besten Freund nehmen. Oh mein Gott. Sowas lasse ich nicht zu, ihr Babys. Sag mal, nenn uns mal nicht Babys, du Assi. Ist so. Oh. Und jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Ich glaube, wir müssen jetzt gegen Jerry, gegen Max kämpfen. Oh Gott, du hast recht, er will einen finalen Kampf, Broxo. Oh, wir sind aber zu zweit. Ich sag dir, wir werden das Ding gewinnen, aber er ist halt schon groß, ne? Wir müssen die Ketten angreifen. Oder wir müssen die Pfeiler, Achtung. Angreifen. Die Pfeiler. Oh. Achtung! Ho! Alter! Ruhig. Alter! Oh mein Gott! Der ist ja voll krass, der Typ! Was, der killt einen fast? Ja, ich bin fast tot. Oh mein Gott. Okay, wir müssen... Warte, bis er unten ist. Ich bin fast tot. Halb tot. Ich bin fast tot. Nee, doch nicht. Nein, der ist immer noch nicht unten. Oh Mann, Alter, wir angreifen tot, ist der Angriff. Wir müssen ihn angreifen. Ja, Lass uns zwei verschiedene gehen. Ja. Jetzt, oder? Nee, nein, der ist immer noch nicht unten. Guck mal. Wann denn? Jetzt! Nee! Oh nein! Jetzt, hau auf die Ketten. Wir müssen nach oben! Wir müssen nach oben! Hey! Kein Problem! Alles gut! Da bist du ja wieder, alles gut! Ey, das hab ich gar nicht gesehen, dass er hier oben musste. Ich glaube, jetzt können wir an die Ketten gehen, oder? Hau die Ketten kaputt! Ich hau drauf! Jetzt! Er ist geschwächt! Ja! Vollgas! Ich hau rauf! Wie weit kommst du? Ich auch! Hälfte? Geht nicht weiter runter. Alter, du musst zurückgehen und wieder ran. Sag mal, du verschenkst ja voll Zeit. Ich hab schon eine Kette fertig. Ey, Mann. Mann, du bist ja voll der Loser, Mensch. Verdammt. Och, Mann, das hat ja super funktioniert. Ja, ich dachte, ich hatte die ganze Zeit... Aua. Alter, Mann, mach doch mal die Augen auf, ja, Mensch. Ja, wenigstens sterbe ich nicht dreimal. Wow, ja, du hast schon einmal Aua. Du bist ja, dreimal weniger als du. Ja, du wirst jetzt bei der Lava nochmal drauf gegen den Jing. Nein, Alter, das weiß ich jetzt schon. Gar keinen Fall. Du wirst locker jetzt... vom Felsen zerquetscht. Ja, aber ich hoffe mal nicht, du hast. Du wirst gleich zum vierten Mal draufgehen. Ja, ich weiß, ich werde auch noch mal draufgehen. Safe Call, bei dem will ich leben. Du musst jetzt gleich echt auf diese eine Kette... Guck nur mich an! Ich weiß. Auf mich. Jetzt kommt locker gleich die Lava, oder? Ja. Jetzt Lava! Ja. Schnell. Nicht runterfallen! Oh mein Gott! Du hast runtergeschubst! Alter, das war richtig knapp gerade. Okay. Du weißt, was es aber jetzt heißt. Jetzt ist er gleich Ketten. Wieder erschöpft. Auf die Ketten, auf die Ketten, ran. Auf die Ketten. Und jetzt ran. Und ran! Zack! Schnell, die Kette ist heiß gerade! Zack! Oh, komm schon, ich treff die nicht! Sehr gut! Hau weiter rauf! Ich probier's! Ja, es bringt noch was! Wichtig, ich hau auf die letzte! Ja, zack. Hier, halb tot schon! Zack! Nochmal! Oh mein Gott! Nein! Weg! Alter! Was? Wie viel Schaden hast du denn gemacht? Guck mal, wie viel ich schon gemacht habe. Ja, nur ganz wenig. Zeig mal, hast du schon vor viel gemacht? Ja, und das war... Alter! Mann, du lenkst mich ab! Das war jetzt... Das Ding ist, das war die zweite Kette, die ich gemacht habe. Guck mal, wie heftig die schon kaputt gegangen ist. Du bist richtig performt gerade. Du bist ja richtig schlecht. Ja, was ist das schlecht? Das ist hier Teamwork. Ja, wir wollen den beide besiegen. Ja, nächste Runde ist er fällig. Ist so. Oh mein Gott, guck mal, du musst überleben. Oh mein Gott. Ich weiß, es wird schwierig, aber wir werden es schaffen. Nein. Ich will das nicht!
Ich will nicht drauf gehen. Denk dran, wir müssen jetzt gleich wieder Parcours machen, ne? Ja, ja, Lava, Lava, Lava jetzt. Ja, Lava, Lava, Lava. Jetzt! Okay. Ah! Rüber. Komm hoch! Ah! Bist du bedeppert? Oh. Ja, jetzt! Sehr gut, oh mein Gott. Ich Jerry dachte wird drauf schon. Gehen, Jerry wird drauf gehen. Aber auch Max, das ist doch Max, das ist doch Max, das ist doch Max. Ach ja, Jerry Mann, aber auch. Ey, kannst du mal, obwohl, ja, Jerry auch, Jerry auch. Wir haben uns in eine Falle gelockt. Jetzt. Schnell. Geh auf deinen Rauf. Ich werde es mal kaputt hauen. In der Zeit, wo du 3 kaputt gehauen hast. Oh mein Gott! Zack, ich habe meinen kaputt. Hey, hilf mit. Du bist ja richtig unfähig. Nein, bin ich gar nicht. Noch einmal, nur noch jetzt einmal. Jetzt komme ich zurück. Ja. Zack, guck mal, jetzt muss ich da rangehen. Sehr gut. Ja. Was denn du? Du, ich habe das alleine gemacht. Ja. Oh mein Gott, und guckst dir an. Max er wird fällt runter ins in Feuer seine gelassen. Eigene Lava. Aber Jerry, denkst du, Jerry ist verzaubert? Ja, safe. Jerry ist von einem Dämon besessen. Der steht doch da hinten noch. Ja. Mit dem stimmt was nicht. Aber das Ding ist, wer war denn das Monster, wenn es Max nicht war? Oh mein Gott, nein, du glaubst nicht wirklich, dass Jerry das Monster ist, oder? Was hast du getan, Jerry? Wir können keine Freunde mehr sein. Wir müssen, bring uns bitte einfach hier raus und das ganze Ding ist in Ordnung. Dann vertragen wir uns. Wenn du uns jetzt hier lebend rausbringst, dann ist alles in Ordnung. Dann ist etepetete, alles easy. Ey, guck mal, Kaspar, ich hab was Neues mir gekauft. Guck mal. Was ist das? Ein Banjo! Ja! Aber das Ding ist, heute wird es leider nicht so fröhlich wie die Musik, sondern wir müssen heute die Huggy Wuggy Story spielen. Oh mein Gott, komm, wir gehen lass direkt hier reingehen, ja. Genau. Und dann. Oh, hey, ist voll? Ist das voll? Dann lass hier links reingehen. Guck mal, ja, lass hier okay, links reingehen. Rein. Und dann bin ich gleich mal gespannt, ob uns wie die Huggy Wuggy Story so sein wird. Kennst du Huggy Wuggy überhaupt? Ja, wir haben ihn doch schon mal gebaut. Ja, und das ist nämlich ein ganz gruseliges Monster, was uns einfach auffressen will. Ne? Das Okay, dann sehen wir uns gleich, Kaspar. Bis gleich! Oh. Guck was dir das mal an! Was ist denn das denn? Okay. Aber warte mal, also alle denken, dass anscheinend der Mitarbeiter oder so vor 10 Jahren einfach so entwischt ist. Aber wir haben neue Hinweise gefunden, Kaspar. Oh, guck mal, jetzt sind wir hier drinnen, ne? Ja. Es ist auch ganz schön dunkel, muss ich sagen. Echt voll dunkel. Guck mal, das Huggy Wuggy. Also ich glaube, dass das hier eine alte Spielzeugfabrik ist. Glaubst du ehrlich? Ich glaube ja, und wir können jetzt sozusagen hier gucken. Guck mal, das weiß ich auch. Da oben siehst du ja so einen Zug, ne? Ja. Guck mal, siehst du den? Ja. Und der hat so Farben und die musst du dir merken, die Farben. Und dann musst du die so eingeben in so einen Code irgendwie. Ach, als ob, das muss man hier machen. Ja, das muss man hier machen, genau. Du musst auch den weißt du das sehen. Denn? Ich hab Poppy Petem schon mal gespielt, aber nicht in Roblox. Deswegen ach so. Es kann sein, dass hier irgendwas... Oh, was passiert jetzt am Fernseher? Oh Gott. Was ist das jetzt? Ich weiß es nicht genau. Hat der das? Ich glaube, das hat schon einer aufgemacht da oder so, oder? Ich weiß es nicht. Da schon diese Farben eingegeben. Denkst du, das ist so... Da hinten! Ich sehe, wo du die eingeben musst. Da hinten. Ja, ich sehe es auch, Pass auf, ich diktiere dir die Farben, okay? Ah, man kann da noch nicht hin. Ah, okay. Das ist der Sicherheitsbereich. Okay, vielleicht müssen wir kurz warten. Aber die Farben haben wir ja schon mal. Guck mal, hier sind auch ganz viele Spielzeuge und so. So Roboter. Ey, warte mal, hier kann man rüber. Und hier sind auch Farben. Okay. Aber ich kann hier welche durchsehen. Nee, das ist was anderes. Das ist eine blaue Hand. Dann musst du mit so einer Maschine, glaube ich, ran, die dir irgendwie so eine blaue Hand gibt. Und dann kannst du da so gegenschlagen sozusagen. Ach mit so. Hand. Aber können wir uns hier irgendwas kaufen? Hier drin? Wir können uns, was können wir hier holen? Nee, geht leider nicht. Ja, wie öffnen wir die Tür jetzt? Ja, genau, das ist das, was ich meinte. Die wird nämlich geöffnet. Wir müssen erst in den Security-Raum rein, glaube ich. Okay. Ja, es ist guck mal, da grün, jetzt. Pink, gelb, rot. Grün, pink, gelb, rot ist die. Die oh, ich glaube, die gehen wir schon ein. Die gehen wir schon ein, ich glaube, der weiß das schon. Die sind schon so schnell, die sind schon so schnell. Ja, grün, macht er das pink, auf? Gelb, rot. Oder geht das schon? Ich weiß gar nicht. Gibt er das schon ein? Komm, wir machen einfach. Er hat schon gemacht. Sehr okay, gut. Okay, sehr gut. Dann lass rein hier. Und hier muss... Ja, genau. Wow! Er hat schon das Gerät genommen. Ehrlich? Ja, er hat es anscheinend schon aufgemacht. Guck mal da! Haki! Oh mein Gott, guck mal. Oh. Aber der sieht doch gar nicht schlimm aus. Eigentlich sieht er eigentlich alle aus. Ich muss sagen, ist er ja diesmal nett. Er muss ja nicht immer böse sein, weißt du? Ich kann es mir gut vorstellen, muss Könnte auch nett sein. Okay, dann... Oh. Nicht alles entspannt, oder? Also ich meine, der sah doch sehr freundlich aus auch. Hallo! Hallo, Huggy. Wir können ja mal gucken, ob er böse ist oder ob er nett ist oder so. Hallo, Mr. Wuggy. Okay, pass auf. Mal gucken, ob wir... Oh. Okay. Ah, da brauchen wir nochmal eine neue. Da brauchen wir nochmal so eine Hand, so eine blaue. Ah. Okay, ja.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein jetzt hier. Ja. Was haben wir denn hier? Was? Oh, hier hörst du so komische Musik. Ich bin Hagi! Hagi Wagi! Der redet, oder? Oh, guck mal, wir können hier in so verschiedene Räume gehen. In das Theater zum Beispiel. Lass mal rein da, lass mal rein da. Was ist hier? Hier ist so ein Gott. Hier ist eine Hand. Oh, das ist der, den wir brauchen! Sehr gut! Was habe ich gemacht? Oh mein Gott, du machst auf die Tür, du machst die Tür gerade auf. LOL? Jetzt müsste die. Da musst du hingehen, da musst du hingehen, glaube ich, mit der blauen Hand. Ach so. Wo hast du sie jetzt aufgemacht? Aber die ist noch nicht ganz auf, die hat nur einen Stromschlag bekommen. Stimmt, hier kann man auch. Oh! Da ist ein Schlüssel oben! Oh, er hat einen Schlüssel in der Hand sogar. Hat einen Schlüssel, lol, okay. Dann lass ihn mal hin. Oh, da! Eine Obby! Ach so, wir müssen hier hochklettern. Ah, hä? Oh. Was passiert hier? Da macht er gerade die Tür auf, wir brauchen noch nicht mehr hochklettern. Ey, die sind voll schnell. Die sind richtig schnell, lass mal hier durchgehen jetzt, komm. Okay, perfekt, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier durch. Ist ja voll toll. Ein Stromraum, wow! Ey, es ist so dunkel hier drin. Gar nichts, hier, wie so ein Stromraum. Ja, ja. Okay, wir müssen das Kontroll-Dings finden. Netz zu anderen? Ha? Hä? Hast du es gehört? Oh, oh. Oh, oh. Was war das? Was war das? Ich weiß auch nicht. Wir müssen uns, glaube ich, beeilen oder so. Jetzt schnell dieses Panel da finden. So ein Stromding da. Ich glaube, wir müssen hier die Stromkabel miteinander verbinden, ja? Oh Irgendwie Gott, wir müssen in den Keller gehen. Ist hier irgendwas anderes? Okay. Hallo? Hier, wir können hin, oder? Weiß ich noch nicht. Geht das schon? Hallo? Oh, oh Gott! Mein Gott. Was war das für eine Tür, die gerade zuge... Oh Gott! Oh mein Gott. Runter hier, komm. Oh mein Gott, das hört sich gar nicht gut an. Alter, ich erkenne hier gar nichts. Ich auch nicht, voll dunkel. Hörst du das alles? Hörst du das? Ja! Oh Gott, was ist das? Ich weiß auch nicht. Wir müssen schnell hier den Raum verlassen. Hier, Stromkasten. Ah! Ja! Ist aufgegangen, sehr gut. Wir haben Strom. Okay, jetzt müssen wir wieder schnell nach oben am besten. Okay, aber ganz schnell. Let's go! Oh. Gut. Leckt das bei dir auch hier so ein bisschen? Ja, so ein bisschen ist am Lenker, aber ich weiß nicht genau wieso. So, lass schnell nach oben hier gehen. Ich will hier raus. Auch schon ein bisschen heller geworden, sehe ich gerade. Ein bisschen. Da habe ich auch einen Schuh angemacht. Vielleicht sind hier Lampen an auch und sowas. Ja. Ah! Was ist das denn? Wo ist Hagi? Wo ist Hagi hin? Hä? Das war doch eine Spielzeugfigur. Der kann doch jetzt einfach nicht weglaufen. Vor allem, der war doch richtig groß, ne? Ja, der muss ja auch, wie soll der hier durch die Durchgänge durch? Der ist wahrscheinlich hier durch die blaue Tür. Komm, wir suchen mal nach. Wollen wir mal gucken, aber wir müssen eine Blume finden. Müssen wir hier nicht hier langlaufen? Doch, hier müssen wir langlaufen. Okay, okay, warte, ich komm. Okay, warte mal, hier müssen wir, glaube ich, hingehen oder so. Können wir hier weiter, hallo? Hier ist so links ist so ein Roboter oder sowas. Ich geh mal hier rein einfach, das ist so ein Laufband. Oh, das ist ganz schön am Lenken. Vorsicht! Alles gut. Da ist jemand! Das war ein Spielzeug, das sind nur Spielzeuge. Das sind nur oder? Der Blut an sich dran. Boah, da war es gar kein Spielzeug. Ich dachte, das war kein Spielzeug. Ich dachte, es wäre so ein Spielzeug, was von oben runter fällt aufs Laufband. Nein, das war irgendwas von Hagi. Okay, guck mal, hier ist so ein Hagi. Hier ist Hagi so ein Hammer. Denk dran, du musst richtig vorsichtig sein. Hallo? Hallo? Es sind voll viele Spielzeugfiguren in der Ecke. Ja, warte mal, das kenne ich, glaube ich. Ja, hier musst du jetzt so Stromkästen finden, guck mal. Siehst du das auch? Ja. Du musst so Strombälle finden oder so Würfel und die musst du dann da oben zur Zentrale hingeben. Und wo finden wir die? Die findest du überall. Guck mal, hier finde ich. Ja, ich habe so einen roten Ball gefunden. Ja, das ist das. Genau, den musst du nehmen und dann oben hinbringen zum Steuermodul. Oh. Sehr gut. Du hast alle eingegeben. Es hat wahrscheinlich nur die rote gefehlt. Achso, ich hatte den roten hier. Habe ich gesehen. Sehr gut. Das war der einzige, der fehlt. Okay, dann lass mal durchgehen jetzt hier. Let's go. Durchgehen. Oh Gott, das ist wieder so dunkel, ne? Es ist echt voll dunkel, ne? Hallo, Hagi. Ha! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seh dich. Was? Okay. Wieso siehst mich? Ich bin doch hier irgendwie, ich bin ein ganz netter. Hier können wir auch durchgehen, oder nicht? Nee, doch. Nee, Sackgasse. Hä? Okay, also ganz, ganz merkwürdig. Also was hier passiert gerade, was ist das denn, hä? Strom, da sollen wir wieder den Strom anmachen oder sowas. Hier musst du den Strom anmachen, ne? Hey, ich hab mich verlaufen, glaube ich. Nee, du musst andere Richtung gelaufen, du Dulli. Ach so. Hier ist eine Hagi-Wagi-Figur. Okay, sehr gut. Warte mal, wie soll ich denn jetzt hier den Strom anmachen? Komm ich hier raus jetzt, hier? Du bist ja in die andere Richtung gelaufen, du Dovi. Ja, hier bin ich, oder? Hallo? Hä? Wie läufst du denn rum? Guck mal, wo ich bin. Ja, jetzt ist raus. Hättest du gerade auslaufen müssen eben. Warte mal hier. Wieso war hier eine Hagiwagi-Figur? Kann ich das aufmachen? Nee. Ja. Wir sind jetzt in der Produktionshalle. Ich kenne das. Sehr gut. Oh. Guck mal, jetzt kommen da aus den Maschinen
Spielzeuge raus. Hier in der Quietscheente. Und hier, ja. Die fährt jetzt rein hier. Pass auf, die fährt jetzt rein hier. Okay. Hä? Hä? Hörst du das? Ja. Die fährt jetzt rein und jetzt wird... Okay. Was wird denn jetzt aus der Ente gemacht? Die wird jetzt eigentlich eingefärbt. Wow, was ist das denn? Hä, was ist das denn? Das ist ein Raum. Kommt da jetzt das Pferd? Es kann sein... Hagi! Ah! Es ist Hagi! Lauf! Oh! Hier lang, glaube ich. Wo lang? Moment, komm mit, hier rein. Da rein? Den kann man nicht das rein. Das geht gar nicht. Hagi! Oh, Hagi! Oh Gott. Lauf! Oh Gott. Wo ist er hin? Sieht er unten hier in der Ecke? Ich guck mal. Oh! Ah! Er jagt da jemanden. Oh Gott, wir müssen hier irgendwie... Hier, ist offen jetzt, komm mit! Ja, schnell durch, ah, oh mein Gott! Oh Gott, Alter! Was? Das war ja mal mega knapp! Ey, oh mein Gott, okay, das war echt voll knapp. Oh, schon ist ja am ganzen Rücken hier. Ja, also, das war jetzt gerade schon echt... Nein. Was ist das? Nein! Sag ihm jetzt nicht, Hagi. Nein! Hagi kommt! Oh mein Gott! Ah! Lauf! Lauf! Oh mein Gott! Ah, ich bin in falsche Richtung, glaube ich, gelaufen. Socker, ich bin in die richtige Richtung! Nein, Herke! Er ist hinter mir! In die richtige Richtung, ja! Er ist hinter mir! Bist du noch am Leben? Kasper, er ist hinter mir! Bist du noch, dann dreh um irgendwie! Ah, wie soll ich denn hier oben drehen? Kriegst ihn aus! Oh mein Gott, wo ist er hin? Ich glaube, ich hab's! Ich hab's! Ja. Oh mein Gott, ich hab den Ausgang gefunden! Oh Gott, du hast mich gerettet! Oh mein... Wow! Ah. Hä? Was war das denn gerade? Ist er gerade runtergefallen? Ich glaub, der ist runtergecrashed. Ja. Wir sind nur noch zu dritt. Oh nein, wir haben welche verloren. Oh mein Gott, ist er gerade gestorben? Ich glaube, der ist runtergefallen. Und ich glaube, wir sind jetzt noch am... Ich glaube, wir haben überlebt. Denkst du? Ja, also... Ich weiß es nicht. Das ist doch... Hagi? Hallo, Hagi? Wir sind anscheinend so nah dran. Oh, guck mal, wo sind wir denn jetzt hier? Das scheint irgendwie so ein... Vielleicht der Raum von dem Dämon oder so? Könnte sowas sein? Ich weiß es nicht. Guck mal, hier gibt's auch so ein... Hier, warte mal. Oh, wie ist denn hier noch? Kann man da rein? Nee. Doch. Hier ins Schloss? Was kann man mit dem Kleiderschrank machen, glaube ich. Kann man den weg... Ja, kann man den wegschieben? Geht das? Weiß es nicht. Das? Nee. Aber man kann draufdrücken. Hier sind noch Kisten und sowas. Das ist cool. Nee, keine Ahnung. Aber warte mal. Jetzt würde ich nichts berühren direkt. Ich würde erstmal kurz gucken. Ja. Und guck mal hier. Das ist so eine Puppe. Siehst du das? Lol. Die ist in der Vitrine. Jetzt nicht berühren. Nein, er hat sie berührt. Oh nein. Oh mein Gott. Oh. Okay. Das heißt, wir haben jetzt gerade Kapitel 1 geschafft und es gibt mehrere Kapitel. Alter, wir konnten vor Hagi entkommen. Guck mal, du hast meine Augen geöffnet, sagt sie. Das war so eine Horrorpuppe da drin, oder was? Oh mein Gott. Wir haben überlebt, Broxo. Wir haben Kapitel 1 geschafft. Oh mein Gott. Yeah. Let's go! Okay, ab ins nächste Kapitel. Ciao, ciao. Let's go! Oh, Junge. Oh, Kasper. Wow, was geht ab, Broxo? Wir sind heute bei Amanda. Oha. Bei Amanda zu Hause. Und guck dir mal ihr cooles Haus an, wie cool ja, das ja, aussieht. Check mal alles ein bisschen ab jetzt hier. Wir haben so 10 Sekunden, um alles hier abzuchecken. Boah, lass mich mal in Ruhe hier. Ich muss hier mal... Boah, guck mal, was ich da reingelegt habe. Guck mal hier. Ist der eklig. Nee, will ich gar nicht angucken. Ins Klo. So ein Ei wahrscheinlich, ne? Nein. Guck mal, was da drin liegt. Das ist Amanda. Eine riesige Kacke. Boah, warte, echt? Ich guck mal, wo ist die? Ja, ich würde da nicht... Also du veräppelst mich doch. Ich würde da nicht mehr reingehen. Spiel doch ab, du Ekliger. Nee, ist ja nee, eklig. Nee, nee. Aber das Ding ist, heute ist anscheinend richtig heftig mit Amanda. Ne? Also es was wird ist schon, denn mit dir los? Wer ist überhaupt Amanda? Amanda ist so ein Mädchen, was anscheinend ganz verrückte Story hat. Ja? Ah, cool. Also guck mal, jetzt hier, das ist anscheinend der Garten jetzt hier. Ah, der ihr Spielplatz oder was? Können Fußball wir doch spielen? Ja, ja komm, ich schieße ein Tor. Oh mein Gott, Messi, ich mach's vor. Ja! Reingehauen, sehr hier gut. Hier auch hier schön eine Hundehütte, Barbecue. Ja, da gehörst du rein. Dick, wieso geht doch da in dein Haus? Und du gehörst auf den Grill. Wie so ein Hotdog. Ja, ich hätte Bock auf jetzt was zu grillen. Ja, ich hätte auch gerade richtig Bock drauf, was zu grillen, muss ich auch gerade sagen. Ja, ja, Hunger. Okay, aber lass reingehen. Guck mal, die Mutter von Amanda schreit schon. Ne? Kinder, komm rein! Okay, warte, wir kommen. Du hast recht. Oh, ich habe auch mega Hunger schon. Gute deswegen passt Idee. Das sowieso ganz gut. Ja, ja, hast recht. Okay, ich bin auf jeden Fall am Start. Jetzt langsam mal was Pizza. Zu essen. Pizza, ich hab so einen Hunger da vorne, da vorne. Hier, lecker. Wo denn? Ach, da. In der Küche. Boah, hast du auch gerade so Hunger, Kasper? Ich esse den ganzen Käse ab. Ey, ich kann auch gar nichts essen. Oh, jetzt aber. Und? Oh mein Gott. Lecker. Pizza. Nom. Ey, ich hab direkt aufgegessen. Du auch? Ich hab auch aufgegessen. Kann ich mir noch ein neues Stück nehmen? Ich brauche noch eins. Hallo, ich will noch ein Stück haben.
Geht leider nicht, ne? Pizza ist so lecker, ich glaube, ich kaufe mal eine Taschenlampe, weil es gerade so dunkel ist. Ich habe auch eine, ich habe auch schon eine. Siehst du mein Licht hier? Ja, ich sehe es gerade so. Taschenlampe ist dunkel, ich würde sagen, wollen wir mal ins Bett gehen schon mal? Ich habe eh so einen vollgefutterten Magen jetzt. Ne? Ja, lass mal ins Bett gehen. So, lass mal nach oben gehen. So. Ja, ich gehe hier, wo ich das Klo eingeweiht habe. Da gehe ich jetzt auch. Ja, Alter, ist ja hier eklig. Sleepover Party oder Hallo? Was? Hier sind voll viele. Sag mal, das ist mein Bett. Haut ab hier. Ja, oder wir gucken Fernsehen. Wir dürfen, glaube ich, Fernsehen gucken. Ja, gut, dann lass Fernsehen, aber auch nur eine halbe Stunde, dann muss ich echt pennen gehen. Okay? Genau, dann können wir auch ins Bett gehen. Das ist alles okay. Ich gehe hin. Und setzen wir hier schon mal richtig gut hin jetzt hier. Ja, lass mal hier echt den besten Platz safen. So, zack, hier auf ganz Sehr gut. Kanone. Ach, jetzt weiß er gar nicht mehr, wo er den Film hingepackt hat. Das müssen wir gerade. Ja, kurz gute in den Film Frage, gucken. Sag mal. Wollen wir kurz gucken, wo der ist oder was? Vielleicht also hier ist egal. Hier ist der nicht der auf jeden Fall. Ist voll dunkel, ne? Oh, der wurde schon gefunden gerade. Ach, was? So schnell? Der wurde richtig Stimmt, schnell gefunden. Stimmt, guck mal. Super. Da, Amanda the Adventurer. Ah. Ist das wie Dora the Explorer oder so? Ich glaube schon. Okay, dann machen wir hier das Tape rein in den Fernseher, Kollege. Belka. Aber rein da, komm. Alle rein jetzt hier, rein jetzt. Los, die Kassette. Oh, und? Da. Oh mein Gott, da ist mit so einem Schaf. Rein da? Was glaubst du, ist das für eine Sendung? Ist, glaube ich, eine... Oh nein, ey, was? Hey, ich bin Amanda. Was? Ey, das soll Amanda sein. Wer ist jetzt davon Amanda? Rechts oder links? Ich glaube links. Ach, wow, okay. Wir müssen das Gemüse für Oma finden, sagt sie. Sagt Wooly, ne? Wolli. Okay. Was? Schlecht, ne? Ah, okay, und Amanda sagt auch, ja, lass mal das Gemüse finden. Kann man ja mal essen. Okay, ja, kein Problem. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ja, klar können wir dir helfen. Das soll anscheinend im Supermarkt hinter ihr sein, ne? Okay, kein Problem. Dann lass uns mal reingehen. Pass auf die Autos auf. Ja, bloß von außen getroffen werden. Sonst war es das mit dir. Hier rüber. Wow. Ey! Was machst du? Ey! Bist du verrückt oder was? Ich wurde zweimal gerade getroffen. Mit dir los? Ja, aber man wird nicht direkt, also ich wurde nur angefahren, nicht umgefahren. Von daher geht das ja noch klar. Dann ist gut. Ich bin auf jeden Fall jetzt am Start. Und jetzt hier. Was ist denn los? Ja, das Auto hat kurz gehangen. Mann, das hätte ich jetzt auch gesagt als Ausrede, ne? Ja, ich hole mir jetzt mal ein bisschen das Gemüse. Muss ich mir hier ein Medikit kaufen oder sowas? Medikit. Welches Gemüse für Oma? Okay, welches, was willst du denn mal essen? Hier vorne, so, hier ich habe mir, hier. Ich habe mir ein Medikit jetzt Karotte, geholt. Karotte, so, dann, oh mein Gott. Stimmt, da ist eine Karotte. Ich nehme die Karotte mit. Ich kann es gar nicht mehr einsammeln hier. Ich will es. Ach, wir müssen es zur Kasse bringen. Du musst die doch finden. Da sind noch mehr. Ah, ja, okay. Dann bringen sie immer nach vorne. So, das haben wir schon mal zwei. Ich soll das hier doch zur Kasse bringen. So, ja, genau. Du musst halt noch mehr finden. Hm? Hat die Karotte schon mitgenommen? Ja, ist schon alles weg. 7 von 8. Also, wir haben alle eingesammelt. Das geht ja mal mega schnell hier, ne? Das ist echt voll gut, ne? Sehr schön. Okay, lass ihn doch mal zu Oma geben. Dann let's go wieder zurück. Okay, lass doch mal hier die zweite. Mal Folge 1. Ich weiß, lass mal die zweite Folge gucken. Ja, aber okay, die muss hier wieder irgendwo rumliegen, die Kassette. Dann lass mal gucken. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich guck mal gerade hier in dem Raum. Ne? Hier vielleicht in der Garage. In der Küche vielleicht hier? Also hier, ich hab sie! Oh mein Gott, Wo ist sie denn? Ich hab sie gefunden! Wo denn? Hä, ich kann aber jetzt gar nicht draufklicken. Jetzt habe ich sie. So, zack. Ich habe sie denn gefunden. Reinstecken. Die war in der Küche, neben der Küche. Ah. Oh mein Gott. Alter, wir sind wieder im Film drin. Ey, Leute, ich bin Amanda. Und könnt ihr bitte mir helfen, die Fleischerei zu finden? Oh, ja, wir sollen anscheinend Fleisch für Oma finden, ne? Aha. Okay, pass auf, hier wieder auf die Autos auf, ne? Die kommen hier angebrettert. Ja, musst du echt aufpassen. Oh mein Gott. Wow, das war knapp. Ja, manchmal hängen die Autos so, ne? Hier rüber, jetzt nehme ich hier den nächsten. So, zack. Au, hey. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, ich hab's aber geschafft, ich bin drüben. Ich bin jetzt hier bei, die Fleischerei. Ah, da sollen wir rein, oder was? Super, los geht's. Guck mal. Das ist Mr. der Dingens. Butcher. Ist so Butcher einfach. Butcher, der einfach der Fleischer, ne? Ja. Lol. Okay, was wollen wir? Eine Pizza? Das Pizza nehmen, oder? Ja, wir wollen... Fleisch. Für Oma. Fleisch holen, genau. Ganz viel Fleisch. Das ist ja richtig. Okay? Wir müssen das Ziel vor Augen halten. Genau, das nehmen wir. Fleisch. Bis jetzt noch alles normal. Ja. Wir wollen Fleisch. Wer hat denn da die Karotte genommen? Sag mal, der ist ja ganz woanders. Wieso hat jemand gerade eine Karotte genommen? Ja, er hat die Karotte ausgewählt. Okay, dann welches von den drei ist denn am besten, ist jetzt die Frage. Das ist ein Entrecot. Was haben wir hier noch? Ein Filet. Oh, sieht lecker aus, ne? Lecker. Boah, auf Porterhouse hätte ich Bock. Okay, ne? Dann lass das nehmen. So, zack.
Und dann können wir jetzt hier schön zur Oma bringen. Ab geht's, danke für das Fleisch, ab zur Oma. Kinder, es ist Bettzeit. Oh nein, na toll, schnell. Lass uns die dritte Episode finden. Ich hab hier, ist das die schon direkt? Ist das die? Ich hab die jetzt auf der Tasche, weil ich die vorhin gefunden habe, aber es ist doch nicht die dritte Episode. Nein, das ist die zweite. Die dritte ist locker in der Garage, da war ich eben, um zu gucken. Ja, hier in der Küche liegt die auch. In der Garage ist die nicht, die ist locker oben. Hä? Die ist locker oben. Ich guck mal oben gerade. Ich würde auch sagen, safe oben, oder? Ah, sie hat's gefunden schon. Ach, hier im Badezimmer, irgendwer hat sie sich anscheinend im Badezimmer angeguckt. Dann rein mit der Kassette und Abflug. Sehr gut, okay, rein damit, let's go. Yeah, let's go. Oh, wo geht's jetzt hin? Und? Hallo. Was ist mit Amanda los? Was ist mit dir? Willkommen zur dritten Episode! Oh mein Gott, was? Was ist denn mit ihr jetzt los? Und guck mal, meine Taschenlampe. Ich seh die gar nicht. Achso, du siehst die gar nicht? Okay. Oh mein Gott, Wooly sagt Lauf! Was? Oh mein Gott, Amanda ist verrückt geworden! Was? Komm her! Warum erzählst du sie? Kommt her! Nein, lauf, ganz mal lauf! Guck mal, Amanda ist böse. Sie ist umgefallen. Sie ist umgefallen. Oh mein Gott. Schnell, lauf weg. Aber wohin? Oh nein, sie ist aufgestanden. Oh mein Gott, sie hat auch die ganzen Rutschen hier umgekippt. Wo sollen wir denn hinlaufen? Ich weiß. Sie ist ja ein Tor oder sowas. Nein. Oh Gott, komm einfach am besten. Oh. Verstecken. Eckstein. Alles muss versteckt sein. So. Guck mal, ich bin hier oben. Ich bin im Busch drin. Komm rein hier. Ich bin auf dem Tor. Nein, ich bin hier auf dem Tor oben drauf. Da oben bist du gar nicht sicher. Da oben bist du nicht sicher. Guck mal, der Grill ist auch jetzt voll verrostet und so. Hä, du bist da oben nicht sicher, sag mal. Natürlich, guck doch. Kannst du mit den leuchtenden Augen gerade nicht durch den Busch gucken? Ich schieße jetzt erstmal ein Tor. Die Tür, ich kann die da nicht durchgucken, die ist blind. Oh mein Gott, ey, die wird jetzt... Die wird jetzt wahrscheinlich da irgendwen holen. Oh mein Gott, guck mal, die verfolgt die echt da hinten. Oh, wo ist sie hin? Ehrlich, hä? Wo ist sie? Ich weiß nicht, wo sie ist. Die ist einfach weg. Und komm schnell her! Wer ist das hier? Oh mein Gott. Wooly ist das, Jake. Oder? Jake? Wo ist Wooly? Ist der Eingang? Er sagt, er sagt, wir sollen hier reingehen. Ey, vertraust du Wooly? Er hat uns ja die ganze Zeit gewarnt vorher schon. Ist ne? So, guck mal. Wo sind wir denn jetzt? Ist halt echt so, wo sind wir jetzt gerade? So, Alter, ist das tief hier! Ehrlich? Boah, stell dir vor, du fällst da runter. Oh, was? Oh mein Gott, ich glaube, weil hier ist der Ausgang, oder? Hier unten lang? Das ist ja übertrieben tief. Was ist denn da los? Alter, da unten, aber da unten muss irgendwas sein. Wir müssen es, glaube ich, durchbaudeln oder sowas, dass wir in die Kanalisation kommen. Ah, das kann sein, aber was genau soll da unten sein? Ist hier? Ja, dass wir halt entkommen, ne? Aus diesem Film. Da muss der Ausgang sein. Aus Episode 3. Wir sind ja noch im Film. Da, siehst du das? Dieses Bohrdingens? Ich sehe auch die Baseballschläger. Kann ich die mitnehmen? Nee, geht nicht. Nee, aber wir müssen jetzt Safe Call uns durchbauen. Da müssen wir uns doch... Warte mal, in den Kartons vielleicht? Was versteckt hier hinter oder sowas? Nee, okay, ist auf jeden Fall schon mal... Ich denke mal, die Baseballschläger können wir mitnehmen. Ja, safe. Hä? Der fühlt sich nicht so sicher hier, der Typ, ne? Aber wir müssen hier Basie mitnehmen. Ah, okay, wir sollen die. Okay, jetzt können wir die, glaube ich, nehmen, oder? Ja, ich habe jetzt einen genommen. Jetzt habe ich einen. Ich habe auch einen und. Wow! Sollen wir uns da durchgraben damit, oder was? Okay, dann komm durch. Okay. Hallo? Die Höhle sieht auf jeden Fall echt. Ist das hier der Weg nach draußen? Nein, wir müssen uns entscheiden zwischen zwei Wegen, ne? Oh nein. Ich nehme den rechten, oder? Welchen nimmst du den linken? Ich nehme auch den rechten, glaube ich. Ich nehme den rechten, ich sag dir, der ist es. Der links ist locker irgendwie Lava oder sowas oder so. Ja, irgendein Weg ist eine Falle, oder bin ich ja mal ganz gespannt. Ich hoffe, wir sind hier. Oh mein Gott. Den rechten. Oh! Wow, er war aber richtig. Der war richtig, der linke war falsch. Die sind alle gerade draufgegangen, die links genommen haben. Stimmt, du hast recht, Leute. Oh mein Gott, okay, komm, gut, dass wir den genommen haben, ne? Ausgewählt haben, ne? Ja, safe. Was kann auch vielleicht auch der falsche gewesen sein? Wir wissen es ja noch nicht, ne? Kann auch sein, wir wissen es noch nicht, aber jetzt kommt hier eine Obby. Okay, also so ein Parcours. Da sollen wir anscheinend dürfen wir nicht in die Lava fallen, ne? Ja, nicht, dass du wieder leicht drauf gehst, ne? Ja, ich bin schlecht in sowas. Also Story Obby, ich bin nicht wirklich schlecht. Ich bin schlecht bei sowas, gebe ich selber zu. Richtig schlecht. Ich sehe gar nichts. Nicht richtig schlecht. Ich bin halt nicht so gut. Guck mal, ich bin hier rüber. Nee, du bist aber schlecht. Digga, nimm das mal sofort zurück. Das finde ich gar nicht so. Guck mal hier. Erster hier. Hier rüber. So, zack. Und letzter. Bam, das war's. Okay, Jake, jetzt müssen wir sogar weitergehen. Let's go. Schnell. Oh nein. Was? Wer ist das denn? Hier ist einfach Amanda. Oh mein Gott. Laufen. Oh mein Gott. Sie möchte gerne, dass wir hier für immer bleiben, sagt sie. Oh nein. Das möchte ich aber nicht. Bitte lass uns nach Hause, Amanda. Lass uns nach Hause. Ist so.
Okay, warte mal. Du siehst ja diese Ketten, die steht da ja auf so einer Plattform drauf. Vielleicht können wir die Ketten losschlagen. Ja, wenn wir die kaputt machen, dann wird die Plattform nicht mehr halten und dann wird sie in die Lava reinfallen. Du hast recht, wir sind auch voll viele. Lass mal alle aufteilen. Ist so, alle aufteilen jetzt hier. Oh Gott, was macht sie jetzt? Sie greift an, oder? Oh nein, sondern sie will angreifen, glaube ich. Nehmt das! Wow, ich bin runtergefallen in die Lava! Was? Leute, ich bin aus Versehen ausgerutscht auf einer Bananenschale. Ey, wie schlecht bist du? Ja, das war echt nicht so gut. Aber ich bin wieder am Start. Okay, die Lava steigt. Lauf schnell. Oh mein Gott, Alter. Jetzt, die Teile gehen hoch. Jetzt rauf! Was kaputt macht schlagen! Die da? Alter! Du kannst schon kaputt schlagen, die Dinger. Los, haut drauf! Kann man schon raufhauen? Ja, sie hat Blitze. Sie hat Blitze. Okay, ich hau rauf. Oh mein Gott, pass auf. Blitze. Ich hau auf jeden Fall dagegen. 175, 160. Alter, ich hau das Ding so kaputt. Oh mein Gott, Achtung. Oh mein Gott, die Dinger fallen. Stimmt, man kann 140, die ganze Zeit... 140, wow! Und auch 150. Komm, schnell, zieh schön. 130, 120. Ich hab's. Ich hau die ganze Zeit dagegen. Ey, ich bin so gut gerade. Die greift mich gerade gar nicht mehr an. 195, ja, ich hau richtig krass dagegen. 70, oh mein Gott. Alter, gleich ist die erste Kette kaputt. Oh mein Gott, Alter, ich hab auch richtig viel Schaden gerade gemacht, ne? So, komm schon. Oh nein. 30. So, 20. 30, 20 und bam! Kette ist kaputt, weg. Eine Kette ist weg, sehr gut. Ab zur nächsten Kette, wir müssen zur nächsten Kette. Ab zur nächsten, ja, sehr gut. Hier vorne ist noch eine. Okay. Oh mein Gott. Es gibt nur noch, oh mein Gott, letzte Kette, du bist an der letzten Kette schon. Oh mein Gott, nee. Letzte, wie schnell. Ach, die Lava! Die Lava steigt! Lava! Oh nein. Komm hoch, Kaspar! Oh nein. Alter, das war gerade so knapp, ne? Oh nein! Das war gerade so knapp. Ja! Das war echt richtig knapp. Ja, gegen die Kette! Alle drauf! Die Lava! Oh nein, du hast recht. Achtung, schnell hoch! Wow, das war grad so knapp. Ich sei ja fast drauf gegangen, ne? Und jetzt aber schnell! Jetzt komm schon! Zack, Achtung, Bomben! Oh nein! Die Bomben! Wow, Alter, die killt echt! Bomben! Lauf! Ey, die ist gleich K.O. Die ist gleich K.O. Lauf! Nein, jetzt, ey, die haut die ganze Zeit jetzt Bomben rauf! Oh! Muss echt direkt weg, wenn das Rote kommt. Jetzt aber! Nein! Die Blitze. Oh mein Gott, weg! Jetzt haben wir es! Die letzten drei Leben! Ja! Bam. Die Kette ist weg und der Männer fällt. Oh mein Gott, und die fällt! In die Lava! Oh mein Gott! Es tut mir leid! Ja, wir haben sie geholt, die blöde Männer! Endlich! Oh nein, Wooly! Wooly? Wir haben es geschafft, Leute! Da seid ihr ja! Ich hab gedacht, ich habe euch verloren! Ja, kein Problem, hast du nicht! Alles gut, wir haben den Männer getötet! Komm schon, ich kenne einen Weg hier raus, sagt er. Oh Gott, okay? Was meinst du, Brock? So vertrauen wir ihm? Oh, also er hat uns die ganze Zeit schon gesagt, gewarnt. Also ich sag ja. Er war korrekt, ich sag er auch. War ja. Korrekt. Er war korrekt, ich vertraue ihm. Ich meine, wie sollen wir sonst hier rauskommen, ist halt die Frage, ja, ne? Ja, safe. Ich sage auch ja und. Ich habe auch ja gemacht, okay. Gute Auswahl. Okay. Oh, denkst du aber, Wooly war die ganze Zeit auch an der Seite und so, ne? Ja, gute Frage, ne? Okay, lass raus hier, bevor Amanda uns findet. Wieso Amanda ist, Amanda ist doch, oder nicht? Oh nein, ich glaube, wir haben... Oh nein. Ich glaube, wir haben die falsche Entscheidung getroffen, oder? Oh nein. Nein. Ich glaube, das ist gar... Oh mein Gott, was ist das denn da? Oh. Hilfe! Hä? Oh nein! Hilfe! Ist das der Weg da draußen? Ich glaube, das ist der Weg da draußen, oder? Oh, er zieht uns in die Lava! Ich wurde reingesaugt. Ins Portal reingesaugt. Wir sind zu Hause! Was? Es war die richtige Entscheidung, oh mein Gott. Als ob wir jetzt ehrlich... Oh mein Gott, können wir jetzt echt ins Bett gehen? Wir haben's! Denkst du, wir haben's richtig geschafft? Oder ob wir haben's geschafft! Let's go! Irgendwo? Nein, das war's! Oh mein Gott, sehr gut, das gute Ende bekommen. Sehr schön! Das soll's gewesen sein, Freunde, wenn ihr noch mehr sehen möchtet. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut irgendwie bei mir aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.